schon die Insel, oder? Mehr Spieler. Hallo Leute. Und herzlich willkommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst doch ein Abo und ein Like bei mir da, bei meiner Freundin auch. Das würden uns sehr, sehr freuen. Und ich habe es bis dahin nicht geschafft. Ich bin halt auf dem Strand, wo... da keine Waffe da Tust du jetzt immer zusammen im Bett? Babe? Ja, ich kann gerade nicht. Ah, Moment. Wir sind Gegner bei mir. Ich muss jetzt auch irgendwie nach unten und irgendwie eine Waffe nehmen. Hab eins. Mhm. Ich muss aber Deadstand laufen, weil ich hab gar keine Art. Heilung! Ja, du Bruder, verzieh dich doch einfach. Ach, Digga, deine Mutter! Ich glaube, dein Team stirbt. Sorry, Bob. Hallo. Hier mach ich. Ach, Digga, ich bin tot nur wegen dem Gollum. Ja, der Gollum. Der hat deine Sachen genommen. Verflucht! Verflucht! Unser Team jetzt ist doch gestorben. Haha, Noob! Der Team gerade, oder was? Nein, das ist sein Team ist. Aber seine anderen beiden Teams haben wir gehops genommen. Weil die Noobs sind. Ich hoffe, die verlieren so hardcore. Die sind nur zu zweit. Und die Lava kommt schon. Ja, siehst du? Da ist die Lava. Heißt, sie können ihn nicht mal wieder hochholen. Die Teammates. Und
Chakalaka. Sophie, ich sag mal so, falls du mal in meinen Stream reinkommen solltest, lefte direkt. Die können dich nicht mehr hochholen. Die labern schon zu hoch dafür. Sorry, wer war das letzte? Ich hab irgendwie keinen Hunger, ich hab Kopfschmerzen. Gut. Warum hab ich jetzt Kopfschmerzen? Ich hab doch heute gar nicht mal gezockt. Und auf Fisch habe ich echt keinen Hunger. Hasse Fisch. Dass ich da schon brauche. Okay, wo du hin willst. Ich sag mal so. Ich sag mal so. Ich sag mal so, alles gute Anima. Bruder Bef, Bruder Bef. Bitte so kurz. Nur alleine versuchen zu überleben. Ich bin noch in der Luft. Bin aber gleich da. Ein Moment noch. Paar Minuten noch. Ich bin da. Gleich da. Man braucht echt lange. Ich hab das Gefühl irgendwie, dass die Map sich selber auffüllen. Wie viel Maps hast du? Ja, die Maps werden auch von alleine. Ja, Digga, woher weiß der, dass ich hier bin? Ach, Dicker! Deine Mutter! Ich hoffe, du verreckst im Laber, Junge! Scheiß Titel! Junge! Wo muss ich so ein dummer Igel jetzt anklotzen? Ich hoffe, er stirbt in der scheiß Lava, Alter. Dann lache ich ihn aus. Der komische Typ. So heißt der eine Fischipops. Das ist die neueste Chip Complex. Ich hol mir kurz hinter mir kurz mein Getränk. Warte, kann ich mal Zabrat. Tarira. Da 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 da. Bis los, halt doch die Klappe. Ich bin queer. Hast dich langsam.
irgendwie keine Lust mehr zu zocken hier. Was heißt denn wieder? Wechseln zur nächsten Region. Was? Ich bin jetzt nur noch da, wo du bist. Ich kann Region juckt mich nicht mehr. Beim Beast Lost. Welche Region dann? Das haben wir gerade gekriegt. Da ist aber noch einer. Ja, Digga, drück den Headshot! Aimbot-Spieler! Ja, Digga, Aimbot-Spieler, du kleiner Huso, Alter. Er ist genau der gleiche Skin, wie du hast. Ich weiß. Dafür habe ich sein Teammate getötet. Hi, Noobies. Fuck, jetzt muss ich irgendwie hier raus. Ach, der ist ein Aimbot-Spieler. Der ist einfach nur scheiße und schlecht. Der hat mir sofort einen Headshot gedrückt, Alter. Weil hat man genau gesehen. Ja, jetzt hatte ich aber das Problem. Scheiße. Dass ich nicht weiß, wo ich dich holen soll. Geh einfach rein. Anton, gib mir die Jungen-Keks. Anton, wir sind halt immer noch mein Freund selber. Ah, Digga, ich wollte da bauen. Such mal eine Pause. Warum? Einfach mal so. Wir zocken jetzt durchgehend gerade die ganze Zeit das Spiel. Ich brauche eine Pause. Ich brauche erstmal eine Pause.
halt doch die. Alter Junge, ich will keinen. Lieb dich, Beb. Ja, ich dich auch. Und Anton, für dich mal so zur Info, wir jetzt auch schon Pause gerade machen. Das heißt, nicht kannst du Minecraft spielen später, sondern mit einem Fragezeichen wird später Minecraft noch kommen oder so. Und nicht, dass du den Stream moderieren tust, was er jetzt sagen soll. Ne? Wir haben schon mal gesagt, dass du jünger bist als wir beide. Und das hier in dem Kanal Respekt zu haben. Und nicht, dass wir alles nach deiner Nase machen. So geht es nicht. Hab ich recht, Ben? Was wird das hier gerade? Und ich glaube sogar ein bisschen mehr recht als sonst. Entweder er ist jetzt rausgegangen oder er überlegt, was er schreiben soll. Ich verstehe es mich immer nicht. Ich bin wieder da. Bin wieder da. Und an die vier Personen, oder beziehungsweise auch wieder drei, könnt ihr auch reinschreiben. Wenn ihr es sagt oder so, brauchen wir nicht. Okay.
Zamknęłaś drzwi od tarasu? Babcia, zamknęłaś drzwi od tarasu? Dąż przekręciła. Okej, okay, dobra. Wie viel Licht sie macht, 19. Ach, ach, ich weiß nicht. Was? Ob ich noch auf der Region 14, auf der Region 147 noch bleiben soll. Und einfach nicht. Oder einfach meinen zweiten Account mit meinem anderen Account einfach bei der anderen Region bleiben soll. Mal gucken. Ja, ich bin doch bei Dings. Du bist bei Region. Warte. Du bist bei Region 154. Ja, genau. Ja, und ob ich da jetzt einfach weitermache. Und da einen Neuanfang starte. Und Region 147 den Rücken kehre. Ich weiß es noch nicht. Scheiß mal auf die Clans. Hab echt eh keine Lust mehr auf diesen Server zu spielen. Auf welchem Server denn? Auf der Region 147. Wieso bist du auf der jetzt gegangen? Ich bin schon die ganze Zeit dort. Ah, ich will was. Ich wollte doch nichts essen. Ich mag doch keinen Fisch. Achso. Das nehme ich. Aber kein Fisch. Warum das jetzt schon wieder? Moment. Ich bin gleich wieder da. Okay.
Ja, der kann gerne reinschreiben, Fragen stellen. Ja. Ja. Ist nicht? Nicht dann. Für mich? Oh ja, ich ist es da. Mama? Ja. Mama! Der Chips. Mama? Mama! A mówię, że te chipsy to mi żeście kupili. Że te chipsy tu, to że dla mnie. Mama! To chodź ci otworzę, daj. Daj ci otworzę. Ach, mama! Twoja suszarka do włosów. Chciałam otworzyć, co nie chciał.
Ja. Nix, was mein? Also vier Zuschauer.
Ah, hallo. Ich war noch gestummt, ich hab mich gewundert, ich hab die ganze Zeit gerufen. Hallo, hallo. Und keine Antwort. Hä? Hey. Ja, ich hab nicht geantwortet, weil ich dich nicht höre. Ja, weil mein Handy. Ich hab vergessen, ob mein Hätte. Weil mein Handy. Mein Handy. Mit wem, über was rede ich gerade? Nicht über Handy, sondern über mein Headset. Mein Headset war aus. Gestummt. Wenn man das nicht im Stream hört, was meine Mutter mir gesagt hat. Okay. Ja, ja. Mann. Ist das was Schlimmes? Betrifft nicht meine Familie. Also, nein. Ich komme gerade so wieder hoch. Und weißt du, wem ich wieder gehört habe, wer da am Daten ist? Mein Vater. Na, irgendwie klar. Um sich zu verbessern. Das Einzige, was ich verbessern kann, ist seine Gesundheit. Mama hat das Gleiche. Mama spielt ja keinen. Die hatte Angst davor. Nein, sie wollte schon mal spielen, hat sie mir schon mal gesagt. Da, wo sie sich auf dem Sofa hingesetzt hat. Ist das auch bei dir so? Wenn du Kopfschmerzen hast, dass du kaum Hunger hast. Das auch die bei Versuch? Nee, nicht so wirklich. Also ich habe dann, wenn ich Kopfschmerzen habe, auf nichts wirklich Lust. Ich vielleicht ab und zu mal auf Essen, je nachdem. Aber letztens hatte ich Kopfschmerzen, weil ich einfach sehr lange nichts gegessen habe. Oder wenn du fix und fertig bist. Ja, aber nicht so extrem. Wenn ich bestimmt nichts esse. Weiß nicht, ich hab irgendwie keinen Hunger so. Lieb dich, Babe. Nee, was machst du Schönes am Handy? Nix. Bist du am Handy spielen? Nein. Sicher? Ja. Warum ist die Kamera aus? Damit ich besser den Chat lesen kann. Besser. Falls jemand schreibt. Zeig dich mal kurz. Ich will tun, ich brauch die noch. Was denn? Seit wann zeigst du dich eigentlich so? Was? Seit wann zeigst du dich eigentlich so? Hä? Seit wann zeigst du dich so umrum? Weil ich so sitze. Mein Handy steht vor mir. Du Ulme. Wenn du zu Hause bist, da sieht man nur deinen Kopf und nicht. Ja, wenn ich auf dem Bett sitze.
aber ich sitze gerade nicht auf dem Bett. Wo sitzt du denn dann? Ja, wo wohl? Auf dein Rolli? Ja. Guck mal. Ja, ich sehe es, da läuft gerade deine Nase gegen dein Handy. Hm? Da läuft gerade deine Nase gegen dein Handy. Ich weiß nicht, irgendwie heute es ist so komisch. Heute habe ich nicht richtig gezockt. Die ganze Zeit im Bett gelegen, hab YouTube geguckt und seitdem habe ich Kopfschmerzen. Ich weiß nicht. Irgendwas ist ja urvoll. Naja, ich bin am Überlegen jetzt gerade was. Gehe ich jetzt komplett von 147 runter und bleib dann bei dir die ganze Zeit mit beiden Accounts? Oder ich mach weiter, reiß mich, beiße in den sauberen Apfel und bleib einfach in diesem Scheiß, in diesem Clan, den mich mein Anführer da sein kaputt gemacht hat. Nein, Spaß. Oh, ich wurde Anima. Bist du nicht bei Dings? Hm? Bei Clan von Flocke? Bei da, wo du mit dem Clan bist, ja. Ich meine aber auf einer anderen Region. Da war ich Anführer. Ach so. Und das Ding ist, die ganzen R4s haben sich entschieden und haben gesagt, dass ich die Clanführung Blocke geben soll. Jetzt bin ich seitdem mir überlegen, ob ich rausgehe aus dem Clan. Weil so hat es für mich keinen Sinn mehr. Oder ich gehe komplett von diesen Regionen runter. Und werde dann nur noch einen Neuanfang machen, komplett. Und bleibe dort bei auf der anderen Server. Ja, aber das Region. Ja, aber das ist ein Dorf. Warum? Wenn du jetzt nochmal wieder komplett von vorne anfängst. Warum? Es ist ja meine Entscheidung, ob ich es mache oder nicht. Ja, aber du gehst ja prinzipiell auf dem Fürgis-Ding Server runter. Nein. Ich werde dann bei Region 154 bleiben, aber komplett vom 174er, 147er. Region runter. Heißt, mein Account wird trotzdem noch dort bleiben. Also mein Charakter. Aber ich werde dann nicht mehr drauf gehen auf diesen Region. Heißt, ich werde dann mit beiden Accounts, die ich auf 154 habe, dort bleiben. Und nur noch dort drauf spielen. Wenn ich es mir so überlege. Das Ding ist, ich hatte ja auf den 147er eine Wolfsrudel. Und war mein größter Traum mal in irgendein Spiel, auf den ersten Platz mit meinem Clan zu kommen. Das war mal so mein Traum. Nur weil es dann im Clan Streit gab und ich eine andere Lösung gesucht habe, wollten die anderen, dass ich mein Anführer da sein Niederlege und jetzt bin ich einfach nur ein R3-Spieler. Wo ich mir dachte, warum kriege ich keinen R4? Und deswegen habe ich. Wieso hast du es selber abgegeben? Weil sonst wären die alle rausgegangen, hätten sich einen neuen Clan gemacht. Ja, das wäre dann ihre Entscheidung und dann hättest du mich zumindest zu dir holen können. Geht ja nicht, die Region ist dazu. Ach, scheiß drauf. Wollen Sie weitermachen? Die wollen einen Neuanfang wagen. Deswegen haben sie auch den Clan umgenannt. In Falkenclan oder keine Ahnung. Wolfsrudel gibt's nicht mehr, haben es umgenannt in Falkenclan. Wir versuchen mich jetzt da zu behalten. Und dass ich nicht mehr ein Wolf bin, sondern ein Falken. Wo ich mir dachte, nee. Ich bleib ein Wolf und das wird auch so bleiben. Klar, gut. Ich muss sagen, wir haben uns so gut verstanden mit allen. Also ich. Mit allen. Klar, die sind mir auch schon ein bisschen wichtig. Aber so
Dadurch, dass ich jetzt in zwei Ränge runtergestuft worden bin, habe ich echt keine Lust, mit darauf zu spielen. Ja. Und ich habe Flocke viermal beim Helden. Das Ding ist, Flocke ist jetzt bei zwei Regionen ein Clan-Anführerin. Das heißt, sie wird so überfordert sein mit Arbeit und mit den beiden Clans. Deswegen wollte ich es ihr eigentlich nicht geben. Aber, naja. Soll sie machen, wenn sie besser mit klarkommt. Dann soll sie machen. Sie fühlt sich aber da, wo ich jetzt auch noch drinnen bin, auch komplett auf. Finde ich. Und was? Sie tut sich da auch so komplett als Chef so verhalten, so ein Zeug. Burax, TV, moin. Kannst du Minecraft spielen? Nein. Gib mir die Jungen, Gigs. Oh, eine Ankündigung. Ich hab die gleiche Nachricht nicht gesehen. Lass mich mal gucken. Und wenn wir jetzt in eine neue Region kommen, können wir ja eigentlich auch da reingehen und da einen Clan aufbauen. Das ist mir sowas von egal. Außerdem macht sie das auch aus deiner Region, wo sie jetzt meinen Clan übernommen hat. Genau das Gleiche. Den Chef raushängen. Keine Ahnung, was. Ach, soll mir egal sein, soll sie machen. Ich werde nicht mehr im Clan-Chat reinschreiben, ich werde einfach nur meine Sachen machen. Auf die anderen hören, ist mir scheißegal. Aber auf sowas habe ich echt keinen Bock. Ja, sie schmeißt jeden auch raus, sobald man nicht richtig aktiv ist. Das hat sich an sich an einem Plan. Man muss aktiv sein an einem Plan. Als es diesen Stress gab in meinem Clan, habe ich noch eine andere Lösung gefunden. Weißt du was? Die anderen haben sich entschieden so. Ja, schmeiß die raus, bla bla bla. Und ich mir dachte, ja gut, okay. Dann macht doch euren Ding ganz alleine. Lasst mich in Ruhe. Hab keinen Bock mehr darauf. Deswegen wollte ich auch verlassen. Deswegen wollte ich auch den Clan verlassen. Weil ich keinen Bock drauf hab. Irgendeine Scheiße anzuhören. Ja, wie du magst. Ja, sollen sie machen. Ich hab mich da raus. Sollen sie machen. Ist also nicht mehr mein Team. Diese Lady Hexe ist Diplomat geworden. Ja, aber die, ja, auch, weil die auch auf einem anderen Clan, wo ich noch Anführer war, auch R4 geworden ist. Ich bin froh, dass ich da noch Berater gekriegt habe. Wenn die das wegnehmen, dann habe ich keinen Bock mehr auf Flogge. Also bis jetzt hier, wo ich jetzt noch bin, bist du noch Berater. Ach, das frage ich mich, warum ich dann bei meinem Clan, wo ich diesen Anführer abgegeben habe, kein R4 geworden bin. Weiß ich auch nicht.
Deswegen habe ich gesagt, okay. Habe ich echt keinen Bock mehr darauf. Irgendwo was zu machen. Okay, ich bin jetzt wieder rausgegangen aus dem Spiel. Geh jetzt auf den Chat. So. Wieder spielen so. Ja, such was, so du diesmal was aus. Irgendwas, was nicht mit Falten ist. Sag mal, wer macht denn hier so komische Geräusche? Na ja, Bruder. Der ist jetzt hinter mir. Der schluckt. Ich weiß auch nicht. Was er laut. Und anderen an dich, wenn du drinnen bist, hör auf, die ganze Zeit den Schirm und zu sagen, was er zu tun hat. Das mache ich einem Mück. Ich bann dich raus. Du kannst nirgends was sagen, was er zu tun hat. Oder was er spielen soll. Außerdem ist gestern wurde ja auch gesagt, dass er heute mit mir in Fortnite spielt. So eine für Kinderschuhe. Moin Torben. Hallo Torben. Hä, es gibt hier zwei Festivals? Willst du was zum Klettern oder? Also was willst du? Was aus? Hä? Ich hab dir gesagt, such du was mal aus. Was du im Spiel möchtest. Nicht immer nur ich. Das will ich mal versuchen. Mach rein. Okay. Ach, du Kacke, ist das Lego? Ja, so ein Lego-Ding. Wie geht's euch? Jetzt geht's soweit ganz okay. Ich hoffe jetzt nicht, dass meine Mama noch mich gleich holt, um Eier zu bemalen. Wolltest du da überhaupt mitmachen? Eigentlich habe ich gesagt, ich mache da nicht mit, weil bei uns eine Tradition ist, dass es der Jüngste macht. Der Jüngste macht? Ja, das ist immer der Jüngste macht in der Familie. Also der Kleine. Ja. Er ist der Jüngste. Ja, ich weiß. Deswegen wird es ja witzig. Ich glaube, die halbe Küche wird er bemalt und nicht die Eier. Ernsthaft? Hat das schon bei deinem Bruder überhaupt mal gemacht?
Ja, er saß stundenlang nur an einem Ei. Und dann das haben wir gemacht. Oh Gott, wie sieht meine Pickaxe aus? Irre. Oh, wie eine Pickaxe in der Hand. Hey, ja! Hey, ja! Hä? 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 Hilfe! Links, rechts! Hoch, runter! Alter. Kommst du schon hinterher, Babe? Aber ich bin stecken geblieben! Ja, ich komm hinterher, nur das Problem ist, dass mein Skin manchmal, Nein! Wollt ihr mal, wenn ihr groß heiraten? Wir sind eigentlich schon groß. Hallo, ich bin 21. Und ich 23. Nein, gut, das ist 24. 24, 23, ein halb. Ja. Oder drei Viertel. Ich war wieder runter. Nein! Ach, okay, das hat mich schon davon. Ja doch, das ist immer so. Kenn ich irgendwie nicht anders. Wow. Hat keiner gesehen. Nein! Hat keiner gesehen. Nein, wie geht's? Gut, und selbst? Uns geht's gut. Also ein bisschen Kopfschmerzen ab. Alles gut, Toben. Könntest du ja nicht wissen. Ich bin alt und runzlig. Gesundheit. Hallo. Ich bin da. Mann. Mann. Was denn? Mann. Ach, komm schon. Was meckerst du die ganze Zeit? Ja. Oh, okay. Wo bist denn du, Babe? Ich warte mal auf meine Freundin. Und mein Katz wieder rum. Wäre gut, wenn du wartest. Alles gut, Tom. Und ja, wir hatten es vor, mein Zuhörer. Kopfschmerzen sind scheiße und ich hab Schmerzen wegen mein Tattoo. Schön, aber wir haben keine Tattoos. Bist du jetzt bei mir, Babe? Ich stehe gerade vor deiner Nase. Ja, einen Moment bitte. Der ist aufgehört. Ja. Bist du jetzt weitergeschwungen? Nein, bin ich nicht. Ja, ich habe mir heute meinen siebten Stechen gelassen. So. Ja, übertreib doch. Also ich würde eher so viel Geld für irgendwas ausgeben, was ich tatsächlich brauche und nicht was ganze Zeit nur noch an meinem Körper sozusagen ist und ich damit nicht machen kann. Und kann diese Level Aufstieg mal aufhören? Verdammt. Nochmal. Das hat die ganze Zeit so gehen.
gebe immer so viel. Wie viel Tattoos? Sieht einfach nur mega aus. Mein Problem ist, ich muss morgen arbeiten. Dann ist es Lena, dein Problem. Also nicht Verschub nehmen, aber. Haben wir schon einen 7. Tattoo gemacht. Finde ich ein bisschen übertrieben. Okay, zweiter Arbeit. Also, weiß ich nicht. Ich finde es so 2-3 ist schon auch okay. Wie ein paar Tattoo machen. Genau. Aber. Was genau? Was genau? Partner. Ja. Wie kommt man auf so eine Idee? Warum rufen Sie jetzt den Bruder? Wegen dem Eiermann oder was? Wegen dem Eiermann oder was? Nein, mein Bruder ist eingepennt. Hab's gar nicht mitbekommen. Wie, der ist eingeschlafen? Bei dir oder was? Ja, der ist hinter mir auch auf das Sofa eingepennt. Und jetzt hat sie ihn aufgeregt. Ja. Ein paar Tattoos würde ich nie machen. Ist auch scheiße, wenn man sich mal. Was würde ich denn nicht mehr machen? Ich würde niemals einen Vater zu machen lassen, kommt, wenn man sich mal zeigen sollte, wenn ich das scheiße oder das dann. Das stimmt, aber wenn man Kompromisse findet und miteinander klarkommt, nach einer Weile, da braucht man sich auch keinen Kopf machen. Man muss nur mal miteinander mal sprechen. Papa. Was ich als Tattoo haben möchte, guck mal später. So ein Wolf-Tattoo auf dem Arm oder so. Was ich schon seit ich klein war. Vorgab. Also ich würde tatsächlich also ein paar Tattoo machen. Wenn du die ganze Zeit über ein Partner-Tattoo redest, fahr ich runter. Wieso? Wo bist denn du überhaupt? Ich seh dich gar nicht mehr. Ich dachte, du warst hinter mir. Ich bin das so schnell wie gar nicht. Wie krank, wie eine Torpedo oder so. Ich warte. Ach, da bist du! Wie bin ich ein Torpedo gewesen? Nein, bloß nicht. Wie bitte? Ich war nicht wie ein Torpedo abgehauen? Ja. Wie? Ja, bist du. Ich komm dir gar nicht hinterher. Hoppala! Mein Fehler! Nein, hör! Baby, komm doch zu mir. Ich vermisse dich hier. Kann das mal jetzt aufhören mit diesem Levelaufstieg? Das geht noch um den Sack. Das ist der Levelaufstieg. Alter. Na, ich hab mir ja heute ein Dämon tätowiert. Ein paar Tattoo würde ich halt nicht machen, weil es ist nicht wert. Was ist in deinem Sinne nicht wert? Weil sowas. Wert, dass Hallo. Du deinem Partner nicht zeigst, dass du sozusagen damit sagen wir den Namen. Das ist nur meiner und. Peace, babe! Peace, babe. Ich bin wieder ein Torpedo abgefeuert. Das zeigen wir gerne nur zusammen. Drunter oder hoch? Ja, ja. Man kann auch oben durch. Ich! Kann man auch hier durch? Oh! Das wäre der einfache Stecke gewesen. Egal, ich geh weiter. Cheat, Babe! Torpedo abgefeuert! Wartest du mich mal?
Ich hab ihn abgefeuert! Nein! Hat keiner gesehen. Auch nicht mein Babe. Nein, bloß nicht. Digga, ich komm da nicht durch. Wer das nochmal? Ich soll warten. Ja, wenn du mal 10 Jahre später. Was? Wie lange hat bei euch das Fortnite-Abbruch gedauert? Ich hatte heute kein Fortnite-Update. Ja, nicht. Ja, nicht. Snapchat. Kick. Mit euren scheiß Freundschaftsanfragen, die komischerweise nur immer Mädchen sind. Babe. Ich glaube für was? Ja. Du weißt ja, dass ich Snapchat hab. Richtig? 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 Ja. Und Snapchat hat immer Freundschaftsanfragen. Freundschaftsvorschläge. Und das sind alles nur Weiber. Was war das? Babe, würdest du mal was zu Lenas Antwort dazu sagen? Ich kann für ihn andere Sachen machen. Okay, das hört sich falsch an. Aber niemals Tattoo, das ist so Kindergarten. Warum, das tut mir jetzt so leid für dich? Naja. Kommt drauf an. Und die Alte ist einfach vorgelaufen. Komm ich mal vor. Da. Tschüss. Ich bin nicht nach vorne gelaufen, mein Stimme ist aber nach vorne. Ich könnte halt gar nicht abbremsen. Oh, hier ist es wieder, einfach. Hallo Lava. Nein. Männer. Heute kann. Du hast 19 direkte Nachrichten. Torben, dann hast du einfach mal später angefangen, den Update zu machen, falls du tatsächlich einen hast. Und Lena, für dich meine Antwort, wenn es für dich Kindergarten ist, zwecks Partner-Tattoo, denn meiner Meinung nach ist es auch Kindergarten, sich 7 Tattoos stechen zu lassen, die unnötig sind. Ich seh doch. Nö, ich geb nur eine Meinung drauf. Sie hat doch nur ihre Meinung gesagt. Ja, und ich sag meine zurück. Immer wieder Feinde machen, oder? Nö, ich sag nur Aufsätze. Alles gut, alles gut. Was, so viel? Ja, moin. Was ich sag, also auch, wenn ich mir ein Tattoo mache. Gemacht habe und es nicht ein. Jedes Tattoo größer kostet so viel. Er ist in einem Fein. Achso, das ist Lena, oder? Was? Ein Fein mit dem gebrochenen Herz, das ist doch Lena, oder? Ja, das ist Lena. Also, was ich als erstes als Tattoo stechen lasse, ist ein Wolf. Hm. Und was machst du als erstes, Babe? Eigentlich hab ich schon mal gesagt, was ich mache. Sag nochmal, bitte. Ein Herz-Tattoo. Kadrin oder was? Ein Herz-Tattoo mit deinen Anfangsbuchstaben. Süß. So, da sagst du süß, aber gerade eben sollte ich aufhören, das zu machen. Ernsthaft? Ich find's süß. Aber ja. jeder darf doch ihre Meinung sagen. Ja, richtig? Ja, aber nicht so patzig!
Sag doch einfach mal. Ich kann auch gleich zu dir patzig werden. Das war ich werde gleich zu dir patzig. Was machst du dann? Hm? Möchte ich. Ich werde dich zu einer Ziege. Ziegen Bock. Und sag mal, warum kommst du hier eigentlich nicht rüber? Guck mal. Geht einfach. Guck. Tada! Hallo. Ja, unnötig seinen Körper mit Schmuck zu machen. Fragezeichen, vielleicht hast du ja nicht das Geld dazu. Sorry, nicht böse gemeint. Das ist Geld. Was mit Schmuck? Was ist mit Schmuck? Welcher Schmuck? Hier hat doch keiner gesagt, mit Schmuck. Eben. Nein. Ja, wir haben nur geredet für ein Tattoo. Ich hab nur gesagt, dass ich mir als Wolf stechen lassen will. Hey! Digga, wieso fahr ich da immer wieder runter? Was ist das für eine Scheiße? Und nochmal zurückhüpfen. Nochmal zurückhüpfen, alles gut. Nur das Problem ist einfach, mein Skin läuft eiskalt weiter. Warum springst du denn auch? Weil ich schnell drüben sein will. So. Also das verstehe ich jetzt nicht mit Schmuck. Weil keiner hat was mit Schmuck gesagt. Ne. Ich hab nur gesagt, dass ich mir ein Wolf-Tattoo machen wollte. Hm? Bin ich verwirrt. Ich glaube, meine Freundin ist auch verwirrt. Oder bei mir? Nee, ich finde eigentlich beim Thema anzufangen. Jetzt relativ komisch, dass man einfach schon sozusagen leichte Diskussion anfangen muss, dann kann man das nicht akzeptieren, dass manche... Torben, keine Eigenwerbung! Sorry, Torben, aber ich muss die Nachricht leider löschen. Ich bin hier abgelenkt. Wegen dieser Eigenwerbung. Torben, du kannst ruhig mir fragen, ob du das reinschreiben darfst. Erst und dann machen. Dann ist alles gut. Mann, warum fahr ich jetzt hier die ganze Zeit runter? Wie ein Kneko. Weil du nicht gerade so durch ihn springst. Geh dir einfach weiter. Jetzt ist sie wie ein Torpedo abgefeuert. Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Ich hab gestoppt direkt. Alter. Ja, als ich es gesagt habe. Nein, ich wollte schon direkt stoppen. Wie gesagt, mein Skin läuft eiskalt weiter. Oh, Wasser! Geht nicht eigentlich die Lea von Lego kaputt, wenn man im Wasser die Lego-Figuren im Wasser packt? Ja, Tattoos sind halt Schmuck, weil es eine Art wie Kunst ist. Und seinen Körper mit ein paar Tattoos kaputt zu machen, ist Butter. Jeder kann machen, was er will. Aber trotz, egal wer es ist, man trennt sich eh. Irgendwann ich habe eben gerade von einem so. Wolf-Tattoo geredet, denn nicht von einem Paar-Tattoo. Aber wir haben schon mal das Thema Paar-Tattoo gehabt. Ja, das mache ich danach. Ah. Was? Mach mal vielleicht. Mach ich beides gleichzeitig. Meister? Wasser! Babe, mal so eine Frage. Wenn man Lego-Figuren nicht ins Wasser packt, gehen die nicht sogar mit kaputt? Ja. Doch, die Farbe geht ab von Lego-Figuren. Ich hatte selber mal Lego-Figuren oder hab's immer noch, aber verstaut für meine Kinder. Oh Gott. Wieso springt das Ding so weit, Alter? Alter. Hallo. Junge. Mama. Yes. Ja, Alter. Da hat meine Nase gejuckt und sie ist einfach weitergelatscht. Was soll das? Zum Glück habe ich keinen Sprint drin. So laufe ich nicht einfach gleich auf Eiskalt weiter.
so wie meine Freundin hier. Ich bin stecken geblieben. Oh, was haben wir hier? Secret 3 gefunden. Sorry, alles gut, Tom. Tom, nächstes Mal mich einfach fragen, okay? Sie hat über ein paar Tattoo geredet. Ich meinte nur als Hinweis. Können wir das Thema jetzt mal belassen? Ja. Jeder hat sich selber. Euch mal Trends. Wir wollten, dass wir uns trennen. Ich würde niemals mit meiner Freundin verbringen. Ich bin durch. Ja, ich noch nicht ganz, weil es mich gerade geblockt hat. Ist doch jeden selbst überlassen, ob man das macht oder nicht. Eben. Warum, du bist nicht dumm. Du hast einfach noch nicht überlegt. Und direkt gehandelt und hast es einfach reingeschrieben. Alter, das Kind springt doch mal, Alter. Der springt als gerade nicht. Was ist das? Da springt er. Ja, und da springt er falsch. Na, ja, da springt schon mal zu weit. Digga, was ist das für eine Scheiße? Nein! Warum bin ich eigentlich wieder hier hinten? Oh, jetzt hab ich's auch geschafft. Ich meine ja, was? Ja, das meine ich ja, man darf machen, Tom, alles gut, was man will, aber man sollte als halt überlegen, wisst ihr. Ey, weil eins war mir, glaube ich, schon eben gerade, oder? Keine Ahnung. Ich geh mal zur Wahl 2. Nee, Volt 2 waren wir auch noch nicht. Ja, wo bist du denn eigentlich? In 3. Wo bist du im 3? Ich hab doch gesagt, ich geh in 2. Ja. Warte. Da bin ich. Sollen wir da nochmal? Nee, wir machen hier erstmal. Hallo, nimmst du das nochmal? Irgendwie ist das nicht bekannt. Ich glaub, das war eine. Das haben wir schon gespielt. Tschüss, Babe. Tschüss, Babe. Lieb dich. Ach du Scheiße, okay, nein, wir haben es noch nicht gespielt. Einmal dahin. Hüpf. Dann hier hoch. Dann hier links, rechts. Anerkannt. Links, rechts, anerkannt. Wer möchte Sprüge? Aber. Hallo, man, spring doch nicht so weit. Ha? Hey, wo bist du? Ja, wo bin ich wohl? Ey, komm so. Kann nichts dafür, wenn du wie ein Torpedo rumgelaufen. Kommt das gleich? Der Spruch wieder. Kein nichts dafür, wenn du so weit wie ein Torpedo läufst. Okay, komm. Nee, das ist nicht mein Problem. Meh. Bist einfach eine lahme Schnecke. Hallo, fünfter Zuschauer. Hat keiner gesehen? Nein!
Ich bin runtergefallen. Das ist nicht mein Problem. Mhm. Arschgeige. Bleib stehen. Ich renne einfach weiter wie ein Torpedo. Dann bleibt doch mal stehen. Hallo. Ah! Okay, jetzt müssen wir nicht weiter rennen. Jetzt hätten wir einfach weiter rennen können. Was gibt's denn? Big Day. Level komplett. 50%. Hüpp, hüpp, hüpp. Hüpp wie die Känguru. Warum hüpfen die eigentlich so weit? Hey, was soll ich jetzt wissen? Hinter mir? Nö. Wie nö? Ich sehe dich doch da. Ah! Hab mich jetzt nicht, was ich gemacht habe. Danke. Nein. Und nein, ich hab auch nicht gefunden. Nein, gar nicht. Nein! Ich hab den Checkpoint nicht erwischt. Ich bring mir ein Känguru. Guckt euch das an, wie die da rennt. Wie ein Torpedo. Ah! Wie ein Torpedo und immer stehen kann sie bleiben. Nein! Hat keiner gesehen! Aufgekriegt. Bin ich wieder vorne. Juhu! Ah, halt die Klappe. Also was? Tschüss! Ich bin bei euch. Tschüss! Nein. Hallo die Dame. Nein! Ich glaube, sie da so. Hahaha, ausgetrickst. Machen wir jetzt so Volt 1. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gespielt, oder? Oh
gerade das Hammer gespielt. Warum sind da Münzen? Weil das einfach wieder von vorne ist. Das kenne ich aber noch nicht mit den Schädern. Und dadurch, dass ich das gesagt habe, habe ich auch so eine Münze übersehen. Gleich lacht sie mich wieder aus. Da. Ich hab Bock darüber zu latschen. Okay, komm, so Cheater. Wie, du sagst, ich bin ein Cheater. Ich bin kein Cheater. Ja, komm so. Doch. Warum springt der so weit? Hallo. Hat sie sich auch? Ja. Hallo, du Schieterin! Ah, ich schieb dich auch. Du Schieterin! Hallo. Ich schieße die ganze Zeit. Ja, komm, so sagt, da war der Richtige. Mhm. Was ist denn jetzt schon wieder mit dir los? Du Ziege, du! Soll ich dir mal aufstehen? Hm? Sag ich dir aufstehen? Und es geht wieder los. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hab keinen Bock, hier die ganze Zeit rumzuhüpfen. Oh, du hast doch recht. Was? Wir haben es doch schon gespielt. Hab ich das schon gesagt? Dann gehen wir aber auch gerne mal in die 3? Nee, in die 2, ne? Die 2 haben wir doch gerade gemacht. Toll, ne? Nee, wir hatten doch die 3 gemacht. Nein, was hab ich gemacht? Ich Dommerchen! Babe, ich will das in... nicht mehr bei dir. Kann ich mir irgendwie denken. Ich will auch, dass wir noch diesen Volt 3 raus können. Ah ja. Jetzt die sauer sein! Mäh! Ja, komm, so still doch jetzt! Meh. Okay, ja. Meh. Du bist gemein zu mir. Ich bin gemein zu dir. Mhm. Bei was bitte? Du bist gemein. Du gemein. Zu den Kevin. Ja. Gib dich doch. Meh. Kann ich mehr echt wieder rum, wie eine Ziege. Meh!
Meh, 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 meh. Mu ist gut. Wer macht die Schaf? Ich dich mehr. Hast gewonnen. Und ich muss dich irgendwie mal finden. Wo bist du? Bei Rot. Ich hab mir eine neue Aufgabe gestellt. Ich soll nochmal. Rollt 2 komplett machen. Hä, hey, warum sollen sie nochmal Volt 2 machen? Ach, Volt 2 haben wir ja noch gar nicht. Mann, wo ist denn meine Freundin hin? Ich sag ja bei Rot. Rot. Ach, ich schieße jetzt einfach. Ja, kommt mal Werbung um die Ecke. Nicht schießen. Solltest du nicht. Aber ich benutze ihn nicht. Ich höre ihn doch die ganze Zeit im Hintergrund. Denkst du, ich bin dumm? Ich benutze ihn wirklich nicht. Lass ihn mal sagen. Oh, warum hat man hier so ein Geräusch von einem Grappler? Weiß ich nicht, warum das ist, aber ich benutze es nicht. Was? Du kannst mich nicht anlegen. Man hat's gehört. Haha. Komm. Außerdem benutze ich ihn nur, um zu dir zu kommen. Wo ist sie denn? Bei grün. Bei grün? Ja. Ich bin auch bei grün. Nein, das ist nicht. Das ist bei lila. Bist du noch bei Gold 1 oder 2? Da wo ich gerade hin war. Da wo ich also wieder auf Gold 3 gegangen bin. Ja. Jetzt ist hier grün. Grün mit blau. Bist du da? Nein, das ist nur grün. Hä, ich bin bei grün blau. Hä? Ich hab dich doch schon längst eingeholt, oder nicht? Warst du schon beim Wasser durch? Ja. Gibt's mehrere grüne Wege? Ja, wir sind nicht wieder bei Rot. Du verwirrst mich mit den Farben. Aua, mein Kopf. Aua, du mein Kopf. Was hast du? Jetzt bin ich bei Rot-Orange. Wartest du da auf mich? Mhm. Und schreib mir mal, was los ist. Achso, das ist CP3. Gabst du mir? Bin wieder da. Jetzt in Volt 2.
Mhm. Hier war ich noch nicht. Ne, das kommt mir nicht bekannt vor. Ja. Hast du mir geschrieben? Ja. Ja. Kannst du nochmal ja sagen? Ja. Ja. Hast du mir geschrieben? Mhm. Ja. Du hast mir geschrieben. Mhm. Ich hab zurückgeschrieben. Und gesehen. Hey! Achso, du bist hinter mir. Nimm den Grappler weg! Hat auch kein Grappler. Aua! Geht bei dir auch an der Seite, dass wir Void 2 komplett machen müssen? Bestart, Schuss, Wort, steht bei mir. Okay. Alter Junge. Aua. Sag mal. Hallo. Na, dann guck mir jetzt nochmal in meinen Stream an. Jetzt hab ich's geschafft. Du springst auf der falschen Seite, du. Hallo. Ha. Babe, isst du gerade Chips? Mhm. Sag mal! Geh das auch ein bisschen leiser! Ich warte hier auf dich. Ich hatte zwei auf einmal gehabt, deswegen. Aua. Oh, Junge. Ich guck mal ganz kurz, was der Kleine wollte. Mhm.
Dann mache ich mal so eine kleine Pause und kann mal endlich meine Kopfschmerzen erklären. Kleine Pause, Leute! Bis gleich. Bis gleich. Hallo für die Zuschauer. Wo geht's denn lang? Hallo? Ich glaube hier lang, oder? Kurz weitergegangen bin. Am Ende vom Gang. Guckst euch an, die machen einfach so weiter, bevor. Die machen einfach so weiter, als wäre nie was gewesen. Junge, ich kann nicht mehr. Was denn? Ich bin gerade wieder im Handyspiel drin. Von meinem alten. Wo ich Clan-Anführer war. Die machen eiskalt weiter. Als ob nichts gewesen wäre. Okay. Sowas ist schon traurig, muss ich sagen. Das ist ja halt Menschen. Ach, scheiß drauf, ich hab eh nicht mehr mit denen. Ich hab nicht im Clan-Chat, einfach nur noch bei Region rein. Und vielleicht bei Deutsch. Mehr tue ich nicht.
Also du bist jetzt wieder da. Hast du nicht versucht, einmal mit denen darüber nochmal zu sprechen? Ja, warum sollte ich? Babs, das ist mir sowas von Leute, die sollen machen, was sie wollen. Ich halte mich da zurück, ich werde auch nicht mal irgendwo in den Clan-Chat reinschreiben. Hier geht's lang. Ui. Ui. Die beide kriegen es nicht hin. Nein, 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 nein. Na gut, dann schwimme ich halt durch. Hey, warte auf mich! Warum auf dich gewartet? Oh Gott! Das war knapp. Das war jetzt knapp. So an der Kante noch gestanden. Hallo? Kann ich kurz aufs Klo? Mach ich auch. Ein dritten Zuschauer. Und wer hat den Ball zusammen geschickt jetzt?
Da bin ich wieder. Wer hat mir eine Beitrittsanfrage geschickt? Welcher Knecko? Weiß ich nicht, ich musste gucken. Irgend so ein Dupe. Hat mich in die Gruppe eingeladen, ne? Ich leg kurz meine Dings auf Seite. Du mal mit an deinem Chips essen hier. Wer ist denn jetzt Philipp Fest 14? Wo geht es denn weiter? Ja? Nee. In die andere Richtung. Und hup. Ach du Scheiße. Kannst du dich mal... Hey, hab ich von euch was auf die C geschickt heute früh? Was? Ja. Joker, wo hast du es überhaupt geschickt? Weiß ich jetzt nicht, ich hab zurzeit keine... Warum redet eigentlich denn keiner gerade dazwischen? Ja. Vergiss nicht, Joker, ich hab keinen Discord. Nein. Grad momentan. Wäre gut, wenn du sagst, wo du es geschickt hast. Yes, guys. Yes, guys. Keine Ahnung, ob du uns was auf Discord geschickt hast. Ist ja gar nicht. Hä? Ja, Kame! Ich wurde gehackt. Kame! Ich suche gerade es fixt. Kame! Was geht denn? Du schreib einfach von deinem Account der Person einfach mal an. Dass wenn sie dich gehackt hat und nicht in Ruhe ist, kannst du dafür angezeigt werden. Ja, ja. Hey! Kaputt geht der Ganon. Yes, ich glaube, das interessiert wirklich gar keiner auf Discord. Dass du gehackt worden bist. Yes. Kommentiert ja schon wieder alles, was du machst. Gut. Kommentiert dein kleiner Bruder schon wieder alles, was du machst. Yep. Und der umarmt mich jetzt wieder. Bin weg. Ja. Dafür ist es schön, dass du mir das gegeben hast, aber warum? Hä? Warum nicht? Moin Florian. Hey Florian. Oh, ich
Nur kurz Bescheid zu sagen, ist es schön, aber. Oh! Von dir hört man wirklich kaum noch was. Okay. Nur, dass du sagst, geh schau wieder gleich weg. Echt? Ist es nicht ein bisschen unnötig? Gut. Mal wieder Wasser. Aber 15 schon. Haha. Warum nicht? Ich werd abgelenkt ein bisschen. Ich kann nichts machen. Nee. Ich hab dich wie ein Känguru. Nein. Känguru. Oh. Känguru. Nee, was? Warum muss der schon wieder alles kommentieren? Ja. Der steht aber an der Seite und guckt zu und redet. Ja, und lenkt dich ab dabei bestimmt. Ja. Aber du. Ein bisschen. Das ist ja scheiße, Mann. Dann sag ihm doch was dazu. Oh, jetzt war. Das wird ihn gar nicht jucken. Wo ist denn? Adele? Ja, du musst mich jetzt nicht am Kopf schalten, es ist alles gut. Küsschen. Jetzt sollen wir noch drei machen. Komplett machen. Hatten wir doch schon. Dann gehe ich nochmal in Reihe 3. Und mach das auch nochmal zu Ende. Obwohl wir das schon gemacht haben. Dann nehme ich aber jetzt. Nein. Doch, drei hatten wir schon gemacht. Da bist du doch reingehüpft und ich in zwei. Weißt du noch? Ja, dann muss ich mit dir auch machen. Ich nehme jetzt einen Grabber. Dauert mir ein bisschen zu lange. Du Cheater. Ja, guck, das kann ich. Was? Die Stelle kenne ich doch. Bier. Aber ich nehme ehrlich gerade mit dem Grappler. Weil ich keinen Bock habe. Machst du es auch? Nein. Ja, Handy, weil das ist ein bisschen falsch. Das ist ein Ladekabel. Soll ich mal auf dich warten? Das Problem ist, wenn ich jetzt mein Handy Ladekabel stecke, kann ich dich. Kann ich mich nicht zeigen und zweitens. Kannst du den Chat dann nicht den lesen? Ja. So, jetzt hast du meine Antwort. Ich komme zu, das war aber keine Antwort. Mhm. Oh, eine Pause. Bin ich so müde um diese Uhrzeit. Sana, ich brauch den Stuhl nicht in meinem Zimmer.
Ja. Papa, Kippen! Du? Da bin ich drüber. Ja. Yes, mein Kopf tut so. Da hatte ich, Was? Da, holy Hey, das ist der kleine Laut. Der ist nicht hier, der sitzt nur zu nah bei mir. Also, was jetzt meckert er wegen dir. Jetzt meckert er wegen dir. Wegen mir? Ja. Weil ich einfach stehen geblieben bin oder was? Nein, weil er verstanden hat, was du gesagt hattest. Wo bist du überhaupt? Oh, jetzt, da, ja. Bei Blau. Bist du jetzt bei mir vorbeigesprungen oder was? Ja, hä? Du bist doch mitgelaufen. Nein, ich bin da stehen geblieben. Ich bin beim roten Lieber. Bleib doch mal stehen! Bleib doch stehen! Bleib doch stehen! Nee, du darfst einfach weiter, ich hör das. Hey, wie kannst du das denn hören, wenn ich mich nur an einer Stelle bewege? Ich hör's trotzdem durch den Fernseher. Oh ja, du durch deine Kopfhörer. Kann nicht sein. Ich bin jetzt bei Rot. Ich wollte gerade sagen, bin ich zurückgeladen? Rot-Grün bin ich. Na, ja, da bin ich doch durch. Jetzt bin ich bei Blau Rang. Wo bist du denn? Nach dem kommt die Farbe, die ich gesagt habe. Ich höre dein Kreppler. Ich höre dein Kreppler und ich sehe dich. Nein, danke. Also hier rot lila. Ich komme hier nicht hin. Jetzt war klar, warum das so stehen geblieben ist. Oder? Ja, er meinte falsch von wegen, weil ich in deine Richtung gelaufen bin. Hallo? Hallo? Ja, ich mach jetzt einfach so. Jetzt bin ich wieder bei dir. Oh, yes! Wie ein Torpedo. Was haben wir gerade gesagt, Welp? Alles gut. Ich hab gerade verstärkt Schreien geflogen. Oh shit, der Ärger da. Nein, ich hab grad shit gesagt, weil ich. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Nein! Nein! Also. Oh shit, oh shit! Alter. Junge! Oh ey! Der plappert ja alles nach! Ja, das. Aha! Oh shit! Oh shit! Oh yes! Ich kann! Der fällt so, ich kann die nicht mehr. Hallo! Hi! Habe. Alter. Alter. Mein armer Kopf. Oh, yes! Haha. Oh, scheiße, ja. Hast du wieder meinen Grappler gehört? Ja, hab ich. Ich cheate. Ich cheate nicht. Hallo, Dennis. Lange nichts mehr von dir gehört und gesehen. Oh, yes! Yes! Aua, mein Kopf. Was? Was? Oh, ja, ja.
Aua, mein Kopf. Oh, yes, yes, yes. Wuhu. Oh, shit. Ganz okay. Nein. Super gut, außer dass ich Kopfschmerzen habe. Und es immer schlimmer wird. Okay, komm, mein Baby um die Ecke, dann machst du gleich den Stream aus und legst dich mal ein bisschen hin. Okay, komm. Oh, ja. Yes. Oh, yes, sir. Ja, yes, Akku, ich hab's verstanden, dass du so wenig Akku hast. Hallo. Wo denn? Hallo. Kommst du? Das ist eine Money, Alter. Alter. Nein, ja, ich habe aufgehört mit Fortnite, deswegen wahrscheinlich bin ich zu einem anderen Spiel gewechselt. Ich habe diese Season noch gar nicht gespielt. Also, ich brauche unbedingt eine Pause. So. Ja. Ich wollte noch gucken, ob ihr live macht, deswegen, jo, dann ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg und eine gute Nacht, ja, dir auch. Wo ist sie? Singen oder was? Wo ist sie jetzt auch krank? Was ist das? Was denn? Was gut, der muss es verstanden. Ich weiß nicht, welches du willst. Nee, das ist ein ganz schlechter Tag. Okay, eine Frage. Zockt Melly mit euch noch? Ja, die Melly zockt, aber gerade aktuell ist sie bei einer Freundin. Kommt dann wieder am Sonntag. Und wird wieder am Sonntag wahrscheinlich mitzocken. Oh mein Gott! Ja. Was denn? Welches denn? Oh, den. Das hier. Ich weiß nicht, ob mein Freund dabei Lust hat. Hä? Ja, ich. Was denn? Ach so, mein. Sollen wir das reinmachen? Okay. Hm. Das. Oh,
Okay, keine Ahnung, was das ist. Was? Oh Gott, Jesus, sehr stark. Der ist heiß, oder? Ach, ich sieh das Oh, ja, ja, willst du lieber aufgehen? Nee. Babe. Babe. Willst du lieber aufgehen? Ich sehe das keine. Ja, ich finde. Ich weiß immer. Für mich keine Antwort. Nee. Hier, hey, komm. Ja. Wenn ich aufgehe, was machst du dann? Aha! Auch aufgehen? Oder lässt dein kleinen Bruder spielen? Oder das? Aber guck mal, was er uns ausgesucht hat. Ach du Kacke. Ich glaube, ich gehe wirklich gleich auf, weil diese Kopfschmerzen werden immer doller. Nimm doch aber mal eine Tablette. Nimm doch aber auch eine Tablette. Ich hab keine. Alter, irgendwann muss ja irgendeiner wirklich mal die Tabletten kaufen. Mir sowieso, gerade kalt. Meine Hand ist eingefroren. Aua, mein Ohr. Und mein Kopf. Nicht kitzeln. Oh, nein. Nicht kitzeln. Ja. Machst du mal die Moderation? Wieso war es mir irgendwie klar? Oh mein Gott! Aber mein Ohr. Okay, Leute, wir vergleichen uns in die Höhe zurück. Nein! Weil wir auch komplett fertig ja, sind. Oh nee, Papa. Meiner hat natürlich Kopfschmerzen. Soll das mein Bruder ganze Zeit reinschwitzt? Ja, dann wünschen wir euch auf jeden Fall mal einen schönen Abend und dann eventuell bis morgen. Oder? Wer? Wer? Kann mal der Kleine aufhören rumzubrüllen? Bitte, danke. Er hat rumgebrüllt, weil du nicht geantwortet hast. Wir stimmen dann morgen wieder, oder? Eventuell. Genau. Dann, wie schon gesagt, schönen Abend euch noch. Und dann sehen wir uns morgen. Ihr seht ja, wenn wir live sind. Und teilt gerne den Kanal. Und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Nie? Und dann hören wir uns morgen. Okay. Ciao, ciao. Du. Machst du noch ein Schema? Gute Nacht, Leute. Ciao, ciao. Boah. Nachti.